Aber dann gucken wir noch auf eine zweite Karte. Nein, nicht weiterspielen. So, wir wollen vordefinierte Karten. So. Gefährliche Hügel? So, bitte ohne die Einstiegsaufgaben diesmal. Gefährliche Hügel? Die ist groß, ne? Oh ja, da, wobei nicht viel größer. So, gefährliche Hügel oder verborgene Gefahren? Die haben auf jeden Fall Werwölfe. Das Wisps oder so? Weil es sieht nach Sumpfgebiet aus. Ist das noch Irrlichtern? Da macht es natürlich Sinn, dass dann die Fackelträger da irgendwie helfen. Wir nehmen gefährliche Hügel. Okay, das ging jetzt schnell. Oh, war schon eine angenehme Startküste. Hier ist direkt, unsere Bres. Okay. So, Entdeckerposten. So, hier können wir nicht. Ferio, das ist gerade nicht dein Ernst. Danke für die 10 geschenkten Subs. So, die Frage ist, wie viel Platz wollen wir hierfür einplanen? Es muss, glaube ich, gar nicht mal so größenwahnsinnig sein. So, jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall früh eine Holzwerkstatt. So, ich würde aber behaupten, dass uns die größte Gefahr
Na, droht ihr uns von hier? Entweder von hier oder von hier. Wir verteilen uns mal ein bisschen. Oder? Nee, nee, nee. Wir machen eine Garnison. Wir bündeln unsere Kräfte. So, die Holzwerkstatt kann auf jeden Fall Speere da produzieren und Zahnräder. Neue Karte, neues Glück für Eisen. Uff, ja, Eisen. Erinnere mich nicht dran. So, jetzt gehen nämlich die Decker auch, glaube ich, sinnvollere Wege. Können Pilze sammeln. So, da passt ein Brunnen hin. Hier auch. Das Spiel ist ja überzeugt, dass wir drei Brunnen brauchen. Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Eine zerstörte Grabstätte. Okay, das sind Schemen. Okay. Okay, die Schemen verbreiten nur Panik. Zumindest bei unseren Zivilisten. Wahrscheinlich sind es die Werwölfe, um die ich mir Sorgen machen muss. Sind alle KIs verbindet oder kann Siedlung gegen Siedlung helfen? Es gibt kein PvP. Also es geht nur gegen die Umgebungsgefahren. Aber die Siedlungen müssen wir uns auf friedlichem Wege einverleiben. Kohle, Kupfer. So, ihr braucht ihr noch gar keine Nahrung, ne? So, das heißt, wir können auch schon mal eine Werkzeugschmiede bauen. So. Ich finde es ungewohnt, dass die Mühle so riesig ist. Not gonna lie. So, wir machen das hier mal gerade anders. Wobei ändern tut das nicht wirklich viel, ne? So, wir können noch keine Windmühle bauen und wir können noch keine Bäckerei bauen, aber das ist okay. Mist, das muss weg. Ich will hier gerne eine Straße ziehen. Das Team scheint dir zu tun. Das ist doch gut. Manchmal braucht man auch einfach die Interaktion, auch wenn man eigentlich denkt, man hat nicht die Kraft dazu.
Weil es ist oft auch einfach nicht gut, wenn man mit seinen Gedanken alleine ist. So, pass auf. Die Taverne wollen wir ja möglichst mittig. So, du setzt deine Bäume bitte irgendwo da, wo sie nicht stören. So, Taverne steht. Auch eine Militärakademie. Wir haben keinen Platz mehr. So, es befindet sich noch sehr viel an Zeug auf dem Schiff. Pass auf, wir löschen die eine Straße wieder. Und dann können wir nämlich hier einfach ganz viele Lager platzieren. So, langfristig einlagern wollen wir vor allem die Bretter. So, wir lagern mal Holzspeere ein. Silbererz und dann machen wir hier noch Silberbarren. Kupfer und Eisen gibt es direkt hier. Was ist hier oben? Ein mysteriöser Ort. Sein Zweck ist noch unbekannt. Oh, was uns das wohl bringen mag. Also müssen wir uns hier das Gebiet untertan machen. So, ich schätze, dass, wie gesagt, die Geister eher die Abenteurer, halt eher was für Abenteurer sind als für Soldaten. So, und für die Waldläufer
Wir Fackeln und wir brauchen Weberei und Schneiderei. Banditen. Aber wir können neue Wachen nicht produzieren, also das ist schon mal gut. Also da droht uns nicht die Gefahr, dass uns unsere Verteidiger ausgehen. Was habe ich denn hier gemacht? Jetzt kann ich hier gar keinen Weg mehr durchziehen. Der Steinbruch muss weg. Jetzt passt er auch noch dahin. Ah, noch ein Dorf. Diesmal sind es also zwei. So, wir brauchen eine Weberei. Und wir brauchen eine von denen hier. Banditen. Aber das schützt sie bis jetzt noch ganz gut. Wollen wir aber auch hier eigentlich unseren Handelsposten haben. Und uns geht hier der Platz aus. Das ist das Problem. So, liebe Leute, trinken ist wichtig, vor allem wenn ihr immer noch einen etwas angeschlagenen Hals habt. Wir brauchen mehr Werkzeuge. Wo ist die Werkzeugschmiede? Wir haben doch von einem gebaut, oder nicht? Habe ich eine Werkzeugschmiede gebaut? Hydrieren. Hydrieren ist eine gute Idee jetzt, Creative. Ja, ich habe die Werkzeugschmiede gebaut. Aber sie produziert natürlich nicht, weil... Ne, und so. Dafür müsste man ja mal Aufträge eingestellt haben. Aber wo habe ich sie gebaut, verdammt? Ich vermisse jetzt schon das... Oder geht das? Kann ich? Kann ich Rechtsklick? Da ist sie. Ich kann Rechtsklick machen. So, pass auf. So, wir brauchen Holzfäller. Da haben wir sogar ein paar. Der Rest sieht aber eigentlich versorgt aus. So, da drüben ist auch Kalkstein. So, der Wald ist aber wiederum... Oh, doch nicht. Da kommen sie durch. Oder hatte ich für Zement schon ein Lager festgelegt? Ne, sieht nicht so aus. Ja, ich hatte gerade gedruckt, aber wie gesagt, ich hatte die letzten Tage Halsschmerzen und die sind zwar weg, aber ich glaube, zu wenig trinken kann ich im Moment nicht. Oder zu viel trinken, so rum.
Moment, nein, das machen wir nicht. Und ihr konzentriert euch bitte darauf, hier frei zu machen. Lager. Können Sie eigentlich direkt kämpfen, nachdem Sie Gebiet erweitert haben? Ja, oder? Ein Eisenvorkommen wurde entdeckt. Sehr gut. Das heißt halt auch, dass wir... Ach, da kommen wir nicht dran. Wo ist meine Holzwerkstatt hier? Hey Flami, willkommen zum Stream. So, wenn ich jetzt einen Weg an das Teil baue, finden Sie dann raus, was hier los ist. Also hier sind die Grenzsteine wirklich echt schlecht zu sehen. So, wir wollen... Wir haben den Handelsposten. Wo war der? Hier. Wir haben aber keine Handelsträger. So, hier sind jetzt immer mit den zwei Diebeslagern nebeneinander. Das stört mich aber. So, wieder die Fackeln kommen aus der Holzwerkstatt. Kann man auch mal in Dauerproduktion geben, aber dann sollten wir vielleicht auch mal eine. Wobei, nee, zweite Holzwerkstatt. Da haben wir nicht den Platz für. Proviantmacher habe ich auch nicht gebaut. Hier sind Banditen. Warum habe ich hier keine Soldaten? War doch Dauerproduktion angesagt. Ich habe auch kein Problem mit zu wenigen Bewohnern. Wie viele von denen stehen denn jetzt? Also Wohnhäuser spielen noch keine Rolle. Wie kann es sein, dass ich keine, nicht genug Holzspeere habe? Meine... Meine Holzwerkstatt hat Dauer produziert.
So, Fackeln und Holzspäne, Dauerproduktion. Ja, ich werde von ganz vielen Sachen angegriffen oder greife an. Das ist leider nicht immer sauber zu trennen. So zwei Holzwerkstätten scheinen Pflicht zu sein. Weil sonst komme ich einfach nicht hinterher. So, und wenn ich die besseren Wachen haben will, brauche ich die Eisenlanzen. Und sie wollen eine Kettenrüstung. Ich erwarte, dass die dann aber auch worth sind, weil das sind teure Rohstoffe, die die haben wollen. So, da hier die Wisps sind. Ne, warte, das ist die Militärakademie, nicht das ist die Garnison. Ich will die Garnison haben. Und dann werde ich hier Waldläufer haben. Das ist so irritierend, dass hier nichts mit Autoproduktion eingestellt ist oder eingestellt werden kann. Also, dass es halt auch keine Standardproduktion gibt. So, die wollen leichte Rüstung haben. Das heißt, die stellen wir auch her. Wir brauchen definitiv mehr Warenlager. Weil Leute in den Straßenasten abgestochen. Ja, so ziemlich. Es gibt ja jetzt Banditen. So, was auf Naturprodukte, Lachs. Und daraus machen wir dann Stoff. Kann ich eigentlich inzwischen mal hier noch ein paar Tische hinsetzen? Ich weiß nicht, ob es was bringt. So. Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Ja, danke. Es sind noch keine Handelsangebote. Wieso nicht? Weil ich meine Kundschafter noch nicht geschickt habe? Habe ich überhaupt noch Kundschafter? Die haben auch nichts mehr gemacht seitdem. Die drehen, glaube ich, Säumchen, seit sie hier verschreckt wurden.
Hier oben noch ein kleines Wohnhaus unter? Nein. Vielleicht, wenn ich die Straße neu setze? Wie sieht's aus, Boys? Und Girls? Ist so eine schöne Hanglage hier. Da wollen wir doch wohnen. Material fehlt Werkstein. Wieso fehlt Werkstein? Es ist doch Werkstein da. Oder sind meine Baustellenträger alle weg? Träger? Aber wieso? Material fehlt, aber es wird auch noch nichts hingeliefert. Wieso liefert ihr nicht? Und Exe hatte ich eigentlich vorhin schon mal einen Auftrag gegeben. So, ganz ehrlich, Handelsträger sind gerade nicht mein Problem. So, Windmühle und Bäckerei sind fertig. Die Rüstungsschmiede muss ich auch noch irgendwo unterbringen. Weil nee, die habe ich hier. So, du liegst voll. Du liegst auch voll. Ich muss sagen, ich finde im Moment auch wirklich keine Zeit für Outer Wilds, weil ich mich so im Moment so in RTS reinfuchsen will, wenn ich mal Zeit für was anderes habe.
sind schon wieder die Diebe. Ja, aber warum müssen ja auch drei Lager nebeneinander sein? Geht durch ein Schämen in Panik und geriet in, und verlor ihre Ausrüstung. Ja, aber dann geht doch nicht dahin. Dann kommt halt da weg. Ja gut, dass die dann wahrscheinlich auch nicht wissen, was sie tun sollen. Dann müssen diese Garnison fertig kriegen und dann die Waldläufer dahin schicken. Dass die vielleicht hoffentlich mal diese Schatten da wegbekommen. Die Honigtöpfe und der Hexenholzheim. Hain, so rum. Aber wieso sehe ich noch nicht, was ich mit ihnen... Also, darf ich noch nicht traden? Habe ich jetzt eigentlich den Proviant nachher mal irgendwo untergebracht? Nein. Sollte ich wohl ändern. Das Ding ist, meine Soldaten werden halt auch sofort wieder getötet, sobald sie einmal rekrutiert wurden. Da sind nämlich wieder Diebe. Das heißt, ich kriege aber auch keine Veteranen raus, solange ich da das nicht unter Kontrolle bekomme. Würdet ihr vielleicht jetzt einfach mal die Garnison fertig bauen, damit wir unsere Waldläufer hinschicken können. Die müssten ja echt auch verteidigen können. Können sie wahrscheinlich nicht, weil das wäre ja zu einfach. So, Baumaterial fehlt, aber das Baumaterial ist hier. Ich habe Werkstein. Ich hatte vorhin die Überlegung, ob ich zu wenig Baustellenträger habe. Ich habe keine Baustellenträger, aber wieso habe ich keine Baustellenträger? Hier läuft seit bestimmt einer Stunde nichts. So, und jetzt sorgt bitte dafür, dass hier mal Ruhe einkehrt. Jetzt nehmen schon wieder die Banditen hier. Aber ich glaube, die Baustellenträger haben... Genau, die haben ihre Ausrüstung wahrscheinlich verloren, weil sie hier hingelaufen sind. Und jetzt sind hier schon wieder die Banditen. Wir haben 11 Wachen hier. Die aber zu sehr damit beschäftigt sind, überall zu sein. Und nichts zu beschützen. Super, mit 5 Baustellenträgern brauchen sie natürlich jetzt auch genau 4. Müssen sie 4 mal hinlaufen.
Wahrscheinlich haben die immer die leichten Rüstungen gestohlen. Kann das sein? So, die Weberei braucht gerade keine Seile herzustellen. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Flachs. So, bitte hier. So, Soldaten gehen bitte hier hin. Oh, wir haben sogar schon ein paar Waldläufer. Sehr gut. Dann sollte ich hoffentlich jetzt mal langsam ein bisschen Ruhe einkehren. Wir hätten noch mehr Planierer und Bauarbeiter brauchen, glaube ich. So, hier brauchen wir auch erhöhte Priorität wegen Leder. Hier sind schon wieder Diebe. Aber wenn wir ein paar Waldläufer hinschicken, so die enttarnen die jetzt halt Diebe oder nicht? Oder brauche ich dafür die Veteranenwachen? Ich weiß es doch nicht. So, wenn ich jetzt die Waldläufer hier hinschicke. Das war jetzt aber... So. Jetzt können wir nämlich hier das aktivieren und dann ist auch wieder... Moment, nee. So, wenn... Das heißt, wir kriegen dann auch demnächst... So, wir rekrutieren nochmal ein bisschen nach. Einfach nur, um jetzt gerade die Lücken zu füllen. Und sobald es geht, wollen wir dann die Veteranenwachen haben. Das ist kein Personal angewiesen, weil wir
einen Jagdbogen benötigen. Das kann aber die Holzwerkstatt erledigen. Hier fehlen noch ein paar letzte Baumaterialien. Hier ist mehr Stein und mehr Kohle. Kohle ist gut. Dann möchte ich aber eigentlich noch eine weitere Schmelzhütte haben. Etwas wurde gestohlen, ja. Anscheinend. Was machen denn meine Wachen? Okay, warte mal, jetzt gleich passiert was. Okay, das klingt nach Raid. Ich wäre nicht überrascht, wenn Patrick jetzt aufhört zu streamen. Von Dieben angegriffen. Dürfen wir nicht gleich Flöte spielen hören, wenn ein Raid kommt? Ich glaube, das möchte ich meiner Lunge im Moment nicht antun. Kein Personal anwesend. Gibt es irgendwie Gebäude hier, die wir abreißen können? So viel. Ich dachte, es kommt von Zocker. Maurice, danke für den Raid. Ach du Scheiße. 1342. Ach du Kacke. Oh, ich bin dabei gar nicht in Topform, weil ich immer noch ein bisschen am Kränkeln bin. Hi. Hi Leute. Ich versuche mich hier gerade in Pagonia reinzufuchsen. Ich war ein bisschen genervt von der indirekten Einheitensteuerung. So ganz blicke ich es noch nicht, aber ich freue mich jetzt vielleicht doch langsam mit an. Welche Map habt ihr? Also ich denke mal, dass ihr wahrscheinlich auch Pioneers gespielt habt drüben, ne? Welche Maps habt ihr denn gemacht? Also ich hatte vorhin... Ich habe den Namen vergessen. Es war auf jeden Fall die dritte mit Gegnern. Man möge uns unterhalten. Ich tue mein Bestes. Ich könnte Flöte spielen. Ich habe eine Flöte hier. Ich habe eine Flöte hier, weil ich diesen Blaswurst-Style-Mix hatte und mich dann dazu hab hinreißen lassen, eine Flöte zu kaufen. Ich kann nur nicht drauf spielen. Wie sieht's? Ich muss jetzt aber gerade mal gucken, was haben wir jetzt hier? Ich habe immer noch nicht. Ist jetzt erstmal dieser Proviantmacher fertig? Ja. Boah, endlich. Ich glaube, wir hatten die gleiche mehr wie du gerade. Ja, ich glaube, hier ist jetzt auch die letzte oder vorletzte. Das sah so mit nach der schwersten aus, die es gab. Und so vom Gefahrengrad. Ich finde es nur ein bisschen komisch. Also, das Ding ist, wir sehen die Einheiten. Hier waren ja diese Schemen. Und auch die ganzen Einheiten, die wir hier haben. Bei der Abenteurergilde zum Beispiel. So, wir haben hier Waldläufer und Draufgänger. Und ich denke mir so, was können die denn? So, was ist deren Funktion? Ich musste ja auch vorhin feststellen, dass Soldaten keine Grenzsteine setzen können und so.
Die haben kein Grenzstein-Legediplom anscheinend. Das müssen Wachen machen. Solche Infos fehlen noch. Das ist halt blöd, wenn man Entscheidungen treffen soll, aber bei solchen Infos dann raten muss. Waldläufer können die getan. Genau, das hatte man jetzt irgendwie auch schon gesteckt. Ich habe jetzt auch angefangen, hier mal ein bisschen mit denen zu arbeiten. Das Ding ist, muss man ja auch nachproduzieren und das ist alles so teuer. Was ist hier los? Warum habt ihr kein Personal? Weil wir keine Sicheln haben. Das Ding ist, ich habe halt noch kein Gefühl dafür, welche Gebäude. Also zum Beispiel, ich bin jetzt an einem Punkt, man braucht zwei Holzwerkstätten, weil man einfach Holzspeere und Fackeln Dauer produzieren muss. Und deshalb, ja. Ich bin jetzt langsam dabei, rauszufinden, welche Gebäude man wirklich mehrfach braucht und wo wirklich eins reicht. Ich meine, Wohnhäuser bringen, glaube ich, auch noch nichts. Also bis auf die Fortpflanzung, dafür braucht man ja nicht so viele. Deswegen war ich da noch ein bisschen irritiert. Also noch sind sie nicht so sinnvoll, finde ich. Also das Spiel kommuniziert, finde ich, auch nicht so gut. Hat man jetzt Siedlermangel oder nicht? So, woran scheitert es jetzt? So, hier ist kein Personal anwesend. Wahrscheinlich, weil Hämmer fehlen, ne? Hämmer und Zangen. Und dir fehlen Spitzhacken. Ja, Zangen. Und Spitzhacken. Kommen wir mal ein paar mehr. Man sieht ja auch hier die Game Time. Aber ich finde es erstaunlich, dass es halt nur zwei Stufen gibt, nämlich eins und fünffach. Also, es ist auch so ein bisschen so, als wüssten sie, dass das Spiel langsam ist. Ich warte hier auf euer Game. Oh ja, das wird, das dauert aber doch. Ich sag's mal so. Envision arbeitet ja mit einer eigenen Engine. Und damit so viele Einheiten funktionieren, weil Unity und Unreal dafür nicht wirklich gedacht sind eigentlich. Nur, dass wir nicht die Mittel haben, eine komplette eigene Engine zu schreiben. Also das sind dann natürlich so Sachen, ne? Und man möchte ja gerade beim Wuselfaktor nicht sparen. Auf der anderen Seite sieht man dann, dass Siedler 3 und Siedler 4 vor 20 Jahren 10.000 Siedler und mehr geschafft haben. Gut, die PCs werden in die Knie gegangen sein wahrscheinlich, aber es ging. Und auch Multiplayer-Synchronisation. Frage ich mich manchmal, so haben wir den Fortschritt, den technischen Fortschritt bei den Engines irgendwie an der falschen Stelle investiert. So, weil irgendwie die meisten RTS dann doch bei 1.000 Einheiten pro Spieler irgendwie toppen. Was bei einem Supreme Commander okay ist, weil Supreme Commander, da ist fast jede Einheit eine Kampfeinheit, aber bei einem Siedler, wo die halbe Bevölkerung Träger ist, ist das nicht so praktisch. So, der Steinbruch ist leer. Können die jetzt? Ja, die können jetzt auch in der Mine arbeiten. Das geht. Irgendwie brauchen wir noch mal ein paar Sachen hin. Hier gibt's noch Steine. Dann bauen wir das auch mal. Der Wasserspiel hat 2D. Das hat damit nichts zu tun. Der Perspektivwechsel bringt auch so seine Sachen hin, weil zum Beispiel Siedler 3 und 4... So, da fällt das nicht so auf, wenn das Gelände unter den Gebäuden uneben ist, weil das halt einfach drüber liegt. Oder Pfeile kann man einfach über... Also wir wissen noch nicht, ob das ein großes Problem sein wird, aber wenn hier ein Bogenschütze steht... Ihr seht den Cursor nicht. Moment. Wenn hier ein Bogenschütze steht und hier ein Bogenschütze steht, so S3, S4, wenn die aufeinander schießen, der Pfeil fliegt halt immer über das Gebäude. So... Das geht halt nicht in... Weil der Hütte hat immer drüber gerannt. Das können wir halt in 3D nicht. First Explorers arbeitet auch mit Unreal 5. Ja, stimmt. Wobei ich nicht weiß, was Buchwald da gesagt hatte, wie viele Einheiten er anstrebt. Also auf gleichzeitig. Also das, was Volker Wertig, meine ich, damals hatte verlauten lassen, oder Envision damals gesagt hatte, war, dass so weder Unreal noch
Unity da wirklich so vom Kern aus für gemacht sind. Wo sind wir jetzt? Wo kommen die denn her? Ist hier drüben noch ein Banditenlager? So, wir haben wieder Proviant. So, wir haben das hier entdeckt und jetzt geht ihr bitte noch hier hin. Ich finde das, ehrlich gesagt, das stört mich ein bisschen mit dem Entdeckerposten. Also mit dem Fokuspunkt. Ich finde das nicht intuitiv, die Scouts über das Gebäude zu steuern. Das irgendwie, das erschließt sich mir nicht. Vor allem, wenn ich drei Scouts habe, denke ich mir halt, ich will die separat losschicken. So, ihr macht Flachs. Die Weberei ist aber nicht so damit. Ah, die läuft doch gar nicht. Ich habe das Gefühl, die Werkzeugschmiede ist extrem langsam. Zumindest, wenn man noch mit Kupfer arbeitet. Wie sieht es denn mal aus mit meiner Militärakademie? Ich habe Kettenhemden, aber ich habe noch keine Eisenlanzen. Warum nicht? So, die müssten langsam mal produziert werden. Weil dann hätte ich gerne mal langsam ein paar Veteranenwachen. Arne hat auch seine eigene Engine, wie mit Unity Countdown kann man an Cities Skylines A auch sehen. Wobei es bei Cities Skylines 2, wo ich auch sagen muss, ich glaube, die hätten die Möglichkeit, das besser umzusetzen. Ich habe da halt, ich habe halt leider. Ich sag's schon mal so ein bisschen, ich habe so meine Probleme mit Paradox einfach. Und man merkt, finde ich, es auch gerade bei Spielen, die sie nur publishen, aber nicht selber entwickeln. Endeffekt ist die Drawcoins. Ja, aber nicht, für die Multiplayer-Synchronisation ist das ja egal. Weil für die Multiplayer-Synchronisation werden bei so Spielen normalerweise halt wirklich nur die Inputs geteilt. So, anders funktioniert es bei einer bestimmten Einheitenzahl auch gar nicht. So, habe ich langsam mal ein paar Veteranenwachen? Ja. Wo gehen die hin? Hier. Sind die worth? Sind die gut? Weil die sind ja richtig teuer. Da ist bei Skylines noch sehr viel mehr. Ja. Also City Skylines. Ganz ehrlich, ich habe damit gerechnet. So, man hat die Probleme vom ersten Teil gesehen. Mir war klar, dass die nicht auf magische Weise verschwinden werden. So, wir können. Warte, wir schicken den verstärkte Rüstung. Ich sehe nicht, wo das ein guter Deal ist. Oder ich kann mir Nadelholzbalken von denen schicken lassen. Bis zu 350. Was? Ich kann mir leichte Rüstung für Hämmer. Das klingt nach einem guten Deal. Oder Smaragde. Warte, Smaragde waren für. Wofür waren die? Für die Fackel? Dass wir die besseren Waldläufer machen können? Ich komme etwa auf keinen grünen Zweig mit den Soldaten, ne? Aber hier geht's langsam aufwärts. Hier möchte ich ja gar keine mehr. Ich möchte die alle hier oder auf der anderen haben. So, das Ding ist, wir wollen aber immer noch die Minikarte. Die Minikarte stört mich ehrlich gesagt auch, dass die nicht von Anfang an voll rausgezoomt ist. Das lässt die Karte kleiner wirken, als sie ist. Aber das Ziel ist ja eigentlich nur bis da hinten zu kommen. So war es zumindest bei der anderen Karte. Also ich hatte tatsächlich erst gedacht, ich muss auch traden mit denen. Das, hoch. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht bis dahin? Ah, okay, weil der Entdeckerposten nur eine begrenzte Reichweite hat, verstehe. Dann brauchen wir noch einen, ne? Da sind sie schon wieder. Das ist auch für die für lange Wege gehen. Und ich habe das Gefühl, sie weichen auch gezielt den, den Garnisonen und den Wachtürmen aus. Weil die sind smart. Ah, wo
bitte sind meine ganzen Veteranenwachen? Die können doch nicht schon wieder tot sein. Es kann doch nicht sein, dass die Veteranenwachen so schnell ins Gras beißen. Creative, pass ein bisschen auf. Der Sogo mit dem Militärsystem von S4. Ja, das fände ich ehrlich gesagt hier ein bisschen unpassend, aber das Ding ist, ich habe mich vorhin ein bisschen beschwert, weil ich das Gefühl hatte, dass die Soldaten in Kämpfe reinrennen, die sie nicht gewinnen können und du kannst sie nicht dran hindern. Aber das Ding ist, da ja ein gegen einen gekämpft wird, kannst du eigentlich Truppen nicht groß wasten. Jetzt nicht so wie in einem normalen RTS. Aber das ist doch nicht normal hier. Vor allem, ich habe hier auch wirklich Einheiten, wo du denkst, die müssten eigentlich easy herzustellen sein. So, weil selbst die kann ich nicht in Masse produzieren. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen dezent gedeadlockt hier mit dem ganzen, den ganzen Waren, die ich verloren habe. So, pass auf. Ich habe ein paar, Speere rumliegen. Bei den Militäreinheiten, ja. Hier, ich habe nur zwei Veteranenwaffen. Wie kann das sein? So, aber wir können relativ viele Schmelzen betreiben, habe ich das Gefühl. Also wir könnten theoretisch wahrscheinlich noch irgendwo eine bauen. Rekrutierung von Gildenhaus abgeschlossen. Ja, stimmt. Ich hatte zwischendurch Baustellenträger angefordert. Habe ich nicht irgendwo ein Lager voll mit Speeren? Hier, ich habe so viele Holzspeere. Es scheitert gerade nur daran, die da hinzubringen. So, jetzt müssen sie das leeren. Aber wo gehen die Wachen alle hin? Ich habe das Gefühl, die werden direkt schon wieder alle abgemetzelt. Kohle wurde entdeckt. Ja, das hilft mir aber gerade nicht. Hier gibt es noch Silber. Wo habe ich nicht schon eine Silber? Nee, ich habe noch gar keinen einzigen Silbertagebau gebaut. Bringt Kampfkraft, also die Kampfmoral, bringt die was im Land? Oder ist das nur, wenn ich außerhalb kämpfe? So, wo ist jetzt der Lager mit den Speeren? Es sind 400 Bewohner verfügbar für Aufgaben. Also es kann nicht daran liegen eigentlich.
Als ob die Militärakademie Akademie damit nicht hinterherkommt. So, jetzt kommen auch langsam ein paar Veteranenwachen. Hat aber noch nichts daran, dass die hier schon wieder alle ermordet wurden. Wir machen erstmal hier. Dass die hier voll werden. Müssen insgesamt 15 Stück am Ende werden. Das ist wieder kein Personal anwesend. Sind das 4 Diebeslager? Und vor allem hier haben sie auch meine ganzen Sachen hingebracht. Aber ich krieg es halt auch nicht hin, dass die mal länger als 2 Sekunden leben. Und es ist auch kein Patrouillenpunkt gesetzt. Also sie gehen nicht angreifen. Ich versuche jetzt ernsthaft mit einer zweiten Militärakademie, weil ich habe das Gefühl, der wird sonst nicht genug Soldaten anfordern einfach. Warte, der hier ist doch frei. Kommen sie schon wieder. Wo landen eigentlich die ganze Zeit meine... Der hat immer noch nicht die Sicheln fertiggestellt. Die... Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich denn hier unterbinden, dass die hier die ganze Zeit durchkommen? Ich habe ja schon extra von Anfang an mit Garnisonen gespielt, damit mehr Einheiten an einem Ort konzentriert sind. Sind die Weitläufer, enttarnen die Diebe nur oder sind die auch gut darin im Kampf? Also dass Wachen praktisch nur einfach zu schwach sind gegen alles andere. Aber das Ding ist, ich kann ja sowieso, mein Bottleneck ist ja gerade sowieso eigentlich nicht das Holz, sondern alles andere. Pass auf. Neuer Plan. Die Waffenschmiede und die Rüstungsschmiede machen Pause. Ich will, dass im Moment erstmal die Werkzeugschmiede einfach durchpowert. Dass die Eisen kriegt. Genau, die kriegt jetzt 10 Eisenbergen geliefert. Komm, wir schauen uns das mal ein bisschen an. Das hier, genau, die Wald. Also ich glaube, sie enttarnen auch die Diebe und sie sind gut gegen die Schemen, aber ich weiß ja nicht, ob sie besser auch kämpfen gegen die Diebe. Aber meine Wachen kriegen da ja, gewinnen da ja gar keinen Blumentopf. Beziehungsweise die Banditen haben Reserven, ich nicht. Auf jeden Fall, es scheitert nicht an Trägern. Also ich habe das Gefühl, meine Bevölkerung sinkt jetzt nicht irgendwie so krass. Kein Personal anwesend. Wieso nicht? Ich müsste jetzt doch eigentlich langsam
Ich habe 5 Sicheln. Wieso? Das ist nicht deren Scheiß ernst. Die brauchen auch noch eine. Es lag nicht an den Sicheln, es lag an den Schaufeln. Ich bin es nicht gewohnt, dass ein Beruf mehrere verschiedene Werkzeuge anfordern kann. So, und der Schmelzer will auch Zangen haben. Ja, weil der Schmelzer und der Schmied will Zangen haben. Das ergibt Sinn. Und wir brauchen noch eine Axt mehr. Und ich dachte die ganze Zeit, die Diebe klauen meine Werkzeuge, sobald ich sie produziert habe. So, jetzt kommt hier langsam auch mal eine gewisse Wachendicht zustande. Das wird nicht mal immer ein Spiel, glaube ich. Das ist, aber ich glaube, das ist okay. Also ganz ehrlich, ich glaube, uns stehen mindestens 3 geistige Siedlernachfolger in den nächsten Jahren ins Haus. Ich glaube, da ist wird für jeden was dabei sein. So, Personal auf dem Weg. Endlich. Jetzt sind die aber, genau, warum, die gehen jetzt aber den ganzen Weg noch, also ich kann nicht, dass ich nicht einstellen kann, wie weit die Grenzen verlegen sollen. Das irritiert mich. So, und die Banditen laufen bis hierhin. Ich würde diesem Treiben ja langsam gerne mal ein Ende setzen, aber noch ist das, glaube ich, nicht drin. So, aber das heißt, jetzt können auch die Waffenschmiede und die Rüstungsschmiede wieder arbeiten. Personal unvollständig, das löst sich gleich auf. Dann sollten wir auch genug Eisen haben. Und dann kriegen wir nämlich auch endlich wieder die guten Wachen. Was braucht man nochmal für die... Die brauchen die magischen Fackeln. Dafür machen wir die Kunstschmiede. Aber wir können ja für die Smarte traden. Hier. Für Leder. Aber Leder können wir nicht in unbegrenzter Menge herstellen. Wir kriegen hier keine Wachendichte irgendwie mal. Vor allem, was machen meine Waldläufer? Die laufen direkt an denen vorbei. Aber die Waldläufer scheinen sich echt gut gegen die... Kann es sein, dass das richtige MVPs sind gegen die Diebe? Wenn wir jetzt mit der Flachs fahren, wird es hoffentlich ein bisschen besser laufen mit der Produktion hier. Weil bis jetzt war der Bottleneck tatsächlich die leichte Rüstung. Wir brauchen keine Rucksäcke mehr. So, die Werkzeugschmiede ist fertig. Im Moment wird aber nichts benötigt. Im Moment haben wir wieder das Problem, dass wir wirklich keine Sachen kriegen. Wobei, wir haben Eisenlanzen, wir haben nur zu wenig Kettenrüstungen. Aber die greift noch ziemlich oft an, habe ich das Gefühl. Sie geht durch einen Schemen? Hier sind keine... Wo kommen die denn auf einmal schon wieder her? Ich hab die doch vorhin. So, der Eisentagebau hatte eh nichts mehr in Reichweite. Das ist schlecht. Aber hier gibt's... Nee. Hier gibt's noch Eisen. Hier gibt's noch eine Menge Eisen. Gut.
Aber wir brauchen jetzt gerade keine weiteren Werkzeuge. Kriegen wir das noch hin? Also, dass wir halt auch wirklich mal hier was reißen. So, die Kunstschmiede, die macht ja dann die Fackel, genau, die macht die mit den Smaragden. Dafür brauchst du normale Fackeln. Davon haben wir genug. Und die wollen dafür Leder haben. Das Ding ist, kriegen wir Leder überhaupt schon auf, also kriegen wir Leder überhaupt schon auf eine erneuerbare Weise? Weil ich glaube, Leder kriegen wir ja nur von Wildtieren. Wenn es so begrenzt ist, dann müssten die Superwaldläufer müssen ja richtig stark sein. Wo haben wir nochmal einen Jäger? Von Nahrung. Jagdhütte. Hier gibt's noch Zeug. Habt ihr bei Maurice im Stream rausgefunden, was das hier... Warte, mysteriöser Ort. Ah. Okay. Das war vorhin aber noch nicht. Wann haben wir das denn rausbekommen? Wann haben wir das rausgekriegt? Und was brauchen wir hier? Warte, es macht kein... Die teilen sich ein Inventar? Ah, nee, wir müssen beide... Oder? Wir müssen beide beliefern, oder? Ah, warte. Das irritiert mich jetzt, weil er zeigt mir beides an. Aber er macht ja auch genau bei der Hälfte Schluss. Das würde ja implizieren, dass wir hier die zweite Hälfte hinliefern müssen. Wie viel Shit hier rumliegt. Können meine ganzen Siedler das bitte mal aufsammeln? Ginge das? Kunstschmiede, wir brauchen Hammer und Zange. Da ist die Zange. Machen wir noch irgendwas. Spitzhacken, Jagdbögen. Habe ich das Gefühl, die Garnison ist irgendwie nicht besonders kompetent hier. So, alle hier rüber. Wir ziehen jetzt gerade alles zusammen. Wow, wir kriegen mal einen Smaragd. Dann daraus kriegt er wenigstens eine magische Fackel. Okay, die mögen uns gar nicht. Macht das vielleicht Sinn? Wir brauchen verstärkte Rüstung für die geschickten Waldläufer.
Und dafür brauchen wir Eisen. Aber das ist okay. Und dann lassen wir uns leichte Rüstungen im Austausch gegen Hämmer schicken. Probieren wir das mal. Vor allem, wir müssen ja noch... Genau, wir haben noch Rucksäcke. Das heißt, wir können auch ein paar Handelsträger machen. So, der Silbertagebau hat alles gefunden. So, ich hoffe jetzt einfach, dass... Wir bauen jetzt eine Münzprägerei. Vielleicht irgendwo ein bisschen, wo es geschützt ist. Und eine Schatzkammer. Problem ist, dass die Schatzkammer vielleicht irgendwo sein sollte, wo... Ich kann sie gerade nirgendwo bauen, wo sie sicher wäre. Das stört mich jetzt. Wird von Dieben angegriffen. Erzähl mir was, was ich nicht weiß, Spiel! Meine Siedler werden Soldaten und lassen sich dann direkt abmurksen. Irgendwer hat seine Ausrüstung verloren. Personal unvollständig. Wieso denn das denn jetzt schon wieder? Weil das hier immer noch nicht fertig. Ja, habe ich unser tolles S4-Match. Ja, ich erinnere mich. Da war dann der Bauernaufstand, den ich brutal niedergestreckt habe. Ja, wir haben keine Kohle mehr. Hier gibt's noch Kohle, aber die wird uns wahrscheinlich auch sofort geklaut. Ich habe das Gefühl, dass wir die Runde hier gerade komplett vergessen können. Das ist zumindest gerade so, weil, wie gesagt, ich kriege es nicht hin, dass meine Soldaten mal länger als 2 Sekunden leben. Die Diebe scheinen hier wirklich omnipräsent zu sein. Ja, und dann kommen jetzt auch noch die Schemen. Also, die breiten sich aus, ne? Also, ich habe das Gefühl, hier erscheinen zum Teil auch einfach neue Lager und neue Grabstätten. Und dann sind noch Werwölfe mit einer Mondschlucht. Okay, die Mondschlucht sieht aber schon cool aus. Das ist schon cool. Aber wir sehen, es hätte noch schlimmer werden können. Also wir können froh sein, dass die Werwölfe nicht hier hingekommen sind.
Also die scheinen zumindest so ein Hindernis zu sein, dass sie nicht von sich aus aggressiv werden, aber wenn man sie halt mit schwachen Truppen angreift, dann hat man halt intern noch größeres Rudel, mit dem man sich rumschlagen muss. Also wenn man halt denen nicht die schwachen Einheiten feeden. Ha. Aber wir merken, Envision hat keine Angst davor, dass die Spieler überfordert sein könnten oder so. Und ich hatte auch das Gefühl, durchaus einiges hier gelernt zu haben. Mit, dass wir jetzt auf jeden Fall wirklich zwei Holzwerkstätten brauchen und dann halt auch wirklich... Die können eigentlich gar nicht zu viele Soldaten haben, es geht nicht. So schnell, wie die abgemetzelt werden. Und da müssen wir halt auch wirklich gucken, dass wir früh die Lager zerstören. Weil sonst ist irgendwann eine kritische Masse erreicht und dann geht gar nichts mehr. Es scheint auch einfach kein Cap zu geben, wie viel die spawnen. Und was wir auch festgestellt haben, man kann nicht genug Flachs haben, damit man leichte Rüstung machen kann. Nahrung war eigentlich bis jetzt kein Thema, glaube ich. Lernen wie ein Spielkind, wo kommt denn da hin? Ja, das ist der Unterschied zwischen Ubisoft-Siedler und das, was Envision uns hier präsentiert. So, Envision hält seine Kundschaft nicht für komplett verblödet. Jedes Spiel muss so simpel sein wie Cookie-Clicker. Moment, Idle Games machen teilweise aber auch wilde Sachen. Aber ich glaube, weiter kommen wir an dieser Stelle nicht. Ich glaube, wir haben hier gerade eine Wand getroffen. Ich danke auf jeden Fall fürs dabei sein und ich muss mich eigentlich noch bei Maurice bedanken für den Raid. Das stand heute nicht auf meiner Bingo-Karte. So viel kann ich sagen. Ich kann vielleicht nochmal gerade zum Ende sagen. Ich versuche mich im Moment generell ein bisschen mehr in RTS reinzufuchsen. Ich habe letzter Zeit Supreme Commander, aber ich versuche mich im Moment ein bisschen in die Multiplayer-Szenen für einmal Siedler 3 und Siedler 4, weil ich mich da eigentlich beim Multiplayer immer sehr rausgehalten habe sonst. Age of Empires würde ich gerne mal versuchen, ein bisschen reinzukommen. Supreme Commander, wie gesagt. Generell halt RTS, weil ich einfach vorher nie wirklich den Multiplayer von so Spielen beachtet habe. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was ich langsam mal nachholen sollte. Es gibt ein Minecraft Hardcore-Projekt noch nebenbei. Und was ich jetzt im Moment noch versuche einzufädeln, ist, dass ich ein paar Siedler-Longplays noch nachhole. Also gerade Siedler 3. Ich hatte heute tatsächlich sogar noch den Gedanken, vielleicht muss ich mal Erbe der Könige. Austria, danke für die 10 Subs. Erbe der Könige, überlege ich, ob ich da vielleicht auch mal Longplay, ich weiß nicht, ob Longplay dafür vielleicht sogar, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, dafür werde ich, das wird mein Verstand nicht aushalten. Weil ich, der Anfang von, also ich muss vielleicht mal gucken, ob die Build Order irgendwie da, ob das da Build Orders gibt. Aber der Anfang von der König ist ja sonst eigentlich immer so lahm, dass du halt aber auch einfach in der Sinne, du machst ewig nichts. Aber weil ich einfach heute überlegt hatte, eigentlich müsstest du mal ein Video drüber zu machen, wie zu dem Spiel einfach mal, wie das gealtert ist. Anyway, ich danke fürs dabei sein. Es ist jetzt fast Mitternacht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Bis dahin. Warte, Outro noch. Mit Blahai.